an, los zu meinen Hammer-Cookies. Heute sind wir, wenn ich richtig liege, mit dem, gucken wir mal nach, hatten wir mit dem Beam dran. Der Beam habe ich schon was vorbereitet, soll von hier nach hier gehen. Und hier in dem anderen, mit den anderen Settings, von hier nach hier. Ziemlich egal, wo ihr den hinsetzt, ich setze ihn immer ziemlich mittig. Folgende Einstellungen sind wichtig schon mal: Start Entity und Ending Entity. Von wo soll anfangen, von wo soll es anfangen, wo soll es enden. Ich will ja, dass von hier anfängt, hier endet. Dann müsst ihr das hier zu irgendwas machen, wo ihr einen Namen geben könnt. Oder einfach ihr setzt eine Target hin. Ich habe den einfach mal Front Brush gemacht, weil das einfachste ist, fand ich. Scheiße, wird es nicht angezeigt. Okay, dann gehe ich gerade mit diesen Markierdings hier drauf. Als Start Entity und End Entity hier. Ich habe sie B1 und B2 genannt, offensichtlich. Genau. So. Name ist nicht wichtig. Parent ist auch nicht wichtig. Brauchen wir jetzt nicht, weil es nicht getargelt werden soll. Brauchen wir nicht. Farbe ist sehr wichtig. Nehme ich mal rot, kann man gut unterscheiden, kann man gut raussuchen. Falls Random Strike on ist, wie man bei den Settings findet, kommt es auf den Radius an. Der Radius, in welchem Maße halt es so irgendwie vibrieren sollte. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Live, hier ist es, wie oft es immer so blinken soll. Einsekündig, 0,5 sekündig. Ich mache das jetzt mal auf 0,3 Sekunden. Wenn ich es auf 0 stelle, dann ist der Beam immer da. Die Dicke vom Beam mache ich jetzt mal hier auf 5. Amount of Noise, ganz wichtig, wie arg soll es vibrieren, wie weit ausschlagen. Hier setze ich auch mal auf 5, den mache ich mal schön klein und süß. Das ist sehr gut, also das lasse ich so. Alles gut, braucht ihr nicht. Braucht ihr nicht, wird nie genutzt. Hier, soll es Leben ziehen, ja oder nein? Ich sag mal hier, immer das Doppelte nehmen von was es ziehen soll. 1 HP soll es ziehen. Also machen wir das. Big Shot ist der Decal Name oder Decal Name. Von mir aus. Brauchen wir nicht. Not a Tripwire. Also nicht, dass es irgendwie was auslösen soll, wenn man durchläuft. Könnte man hier auch machen. Ganz wichtig sind jetzt die Flags. Start On, das von Anfang an gemacht werden soll. Toggle, man soll es nicht toggeln, ausdingen können. Das sollte immer da sein. Random Strike haben wir auf. Habe ich euch ja gesagt, das war das hier. In welchem Radius? Mache ich jetzt auch mal aus. Ob es ringförmig sein soll, sagen wir mal ja, dann ist es in so einem schönen Ring. Es sollte auch. Nee, es sollte man nicht. Keine Sparks. Die hier, Shade Start, Shade End und Taper Out. Ich habe es probiert, hat für mich keinen Unterschied ergeben. Wenn ihr was habt, schreibt es in die Kommentare. Und der Dickel, ob es. Dickel, wie es auch ausgesprochen wird. Ob es dann so ein Decal haben soll am Ende. Ich habe hier jetzt auch nichts gesehen, kann sein, dass es hier keine schöne gerade Fläche ist. Kann es ja mal anmachen, aber da wird nichts kommen. So, machen wir das gleiche mal für hier drüben. Und mit anderen Settings. So. Erstmal müssen wir das ändern mit dem B. Nehmen wir nämlich B4 und B3 müsste das dann sein. Genau. Müsste hier eigentlich schon eine Linie kommen. Warum kommt hier keine Linie? Da ist er. Farbe. Nehmen wir mal ein schönes Blau. So, was haben wir noch? Lifetime. Machen wir diesmal 0. Alles gut. Width of Beam. Diesmal machen wir richtig fett. 15. Amount of Noise, noch fetter, 200, alles gut, Damage, soll es keinen machen, also 0, alles gut, gehen wir auf Flags, diesmal machen wir es genau andersrum, kein Ring, dafür Random Strike, oh, bei Random Strike hier, wo war es denn, ich hasse es, wenn ich was nicht finde, Radius hier, Radius für Random Strike, 500, das überall rumdingsen kann. Und hier machen wir gerade mal Sparks. Wie heißt? Mir fällt gerade der Name nicht ein, ihr seht es ja gleich. Gut, wir sehen uns.
So, jetzt sehen wir in-game. Es könnte ein bisschen laggen, ja, weil die Einstellungen sehr hoch sind, was ich hier gemacht habe. Hier ist ringförmig und in 0,3 Sekunden Abstand wird es hier gemacht. Ah, hier sieht man sogar das Decal. Ne, das habe ich vorhin nicht gesehen, okay. Es sollte mir auch Schaden machen, wenn ich es berühre. Ich berühre es nur anscheinend halt nicht. Ah, doch, hier. Der Schaden ist anscheinend noch in der Mitte, aber na, ist komisch. Also hier seht ihr es. Schön dünn. Und auch der Noise, also wie viel es so vibriert, ist nicht sehr arg. Dafür hier ganz dick der Strahl. Wir haben es ja auf was ich gesetzt. Und es vibriert sehr arg. Und das Random Strike, es vibriert auch in einem großen Umfeld hier. Sieht man, wie das überall hier rumgeht. Ah doch, jetzt wo mir es einfällt, Taper oder Tape Out steht da. Taper.